Nice of you to drop in. Deine Zeit ist gerade abgelaufen. Warten weg! Wiederhole, warten weg! Das Gesicht auf den Boden oder wir erhöhen das. Das nenne ich mal eine Party! Auf dem Dach wird's mir zu heiß. Du hattest Glück. Was denkst du, wo du hin willst, hä? Wieso machst du sowas nur? Eilmeldung! Ich bin derjenige, der dich töten will! Das waren zwei sehr, sehr schlechte Menschen. Die Dinge, die sie getan haben, das willst du gar nicht wissen. Sie haben den Tod verdient. Genau wie ich. Halt! Keine Bewegung! Ich glaube, er meint dich. Knallt ihn ab! Los! Lassen Sie mich raten. Er ist entkommen. Bringen Sie ihn nach Blackgate. Wo ist er hin? Wer? Die Fledermaus. Dein Partner. Mein Partner? Wer springt denn sonst von einem Gebäude, um deinen wertlosen Arsch zu retten? Wissen Sie, Officer... Dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Willkommen in Blackgate. Zeit für eine kurze psychiatrische Beurteilung. Guten Tag. Die Cops hier. Immer auf die Kranken und Wehrlosen. Sag mal, Schätzchen, hattest du je einen richtig üblen Tag? Und was wollen Sie damit sagen? Das solltest du doch am besten wissen. Es gibt nichts Übleres als die Erinnerung. Diese fiesen kleinen Stromstöße, unerwünschte Partygäste schreien durch deine Synapsen. Unvermeidbar, unerbittlich und gar nicht freundlich. Es gibt nicht mal die Flucht in den Wahnsinn. Und dann triffst du jemanden, der dein Leben ändert und merkst, dass du nicht einmal mehr weißt, wer du bist. Ist es nicht lustig? Hm?
wie eine kleine Begegnung Stücke aus deinem Leben reißen kann, deine Erinnerungen und Persönlichkeit verzerren kann, bis du alles in Frage stellst. Und als du merkst, wie irre alles ist, erscheint ein Gelächter von den Welten deiner eigenen Einsamkeit. Oh. Da brauche ich mehr Details. Wie wäre es mit Wortassoziation? Das klingt entzückend. Okay. Einer noch. Und ich will, dass Sie bei diesem ernst bleiben. Schicksal. Weißt du, was lustig ist? Ich dachte immer, das Schicksal wäre böse. Vorherbestimmt, nicht durch höhere Mächte, sondern die Regeln der menschlichen Natur. Aber heute Nacht hat sich alles geändert. Was hat sich geändert? Hattest du je das Gefühl, dass dein ganzes Leben nur auf diesen einen Moment hinarbeitet? Und so fühlen sie sich? Ja, jetzt schon. Jetzt verstehe ich, dass die Kämpfe, die üblen Tage, die Brutalität nur die Hand des Schicksals war. Also betrachten Sie das Schicksal jetzt anders? Allerdings, jetzt verstehe ich. Es sind keine Zufälle. Es war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, ich heute Nacht getroffen. Sie haben jemand Besonderes getroffen? Ja. Man könnte sagen, es änderte alles. Alles? Absolut. Ich meine, verstehst du, in was für einer Welt wir leben? Wie einsam es ist, allein durch all das Elend und den Dreck zu laufen? Es ist schon einsam, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Du verstehst uns. Selbst in einem Pack anderer Wahnsinniger bist du so allein, dass du um dich treten und schreien kannst, so laut es geht. Und niemand hier als Gute ist dich gar nicht. Und was für ein Gefühl erzeugt das? Ich fühle mich hilflos. Schwebend, als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich, doch. Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm. Es ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Namen ich noch nicht mal kenne. Ach, mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. So ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh, ich habe nicht viele Freunde. Tja, Harleen. Jetzt hast du einen.
Ich bin derjenige, der dich töten will.